Hallihallo und herzlich willkommen bei Ekami TV und der Amy spielt heute SimCity, das unfertige, noch etwas leicht verbuggte Spiel, leicht in Anführungsstrichen. Und wir sind mittendrin. Warum sind wir mittendrin? Ich habe dieses Spiel schon etwas länger gespielt und konnte mir jetzt dadurch so ein bisschen eine fundierte Meinung natürlich bilden und zeige euch einfach anhand auch einer halbwegs fertigen Stadt, wo denn die großen Probleme eigentlich liegen dieses Spiels. Was so die großen Schwierigkeiten sind nachher mit der Zeit. Und wir fangen dann auch eine neue Stadt an, in der ich versuche, es etwas besser zu machen. So, als erstes muss ich aber ganz kurz was gucken, weil er mir sagt, mit dem Abfall sieht es ein bisschen schwierig aus, wobei das noch ganz okay ist, wie ich finde. Und ich Angst habe, ein neues Abfalldingens bauen zu müssen. Was ist denn dies da? Das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Egal, muss passen, muss reichen, was auch immer da los ist. Oder kann ich noch was bauen, da dran bauen, eventuell? Das ist schon voll. Okay, ich müsste ein neues Klärwerk bauen. Okay, damit kommen wir nämlich gleich zu dem größten Problem überhaupt, was ich habe. Und zwar ist es die Bevölkerung. Denn wenn eine Stadt irgendwann sehr groß wird, braucht man so ziemlich alles doppelt. Das heißt natürlich doppelt Kläranlagen, doppelt Wasserproduktion, doppelt so viel Strom und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man eine große Stadt hat, kommt man halt relativ schnell in Schwierigkeiten, genauso wie zum Beispiel die Müllabfuhr Schwierigkeiten hat. Ich schaffe es nie mehr als 2000 Mülltonnen quasi zu leeren und das, obwohl ich zwei voll ausgebaute Müllhalden habe und zwei voll ausgebaute Recyclingstätten, wie man hier sieht. Man sieht auch hier, wie überall in dieser Stadt die Müllautos umherfahren und die hängen allerdings ja quasi die Hälfte des Spieltages im Verkehr fest. Und das, obwohl ich wohlgemerkt drei Busstationen habe, voll ausgebaut. Das kann man auch wunderbar sehen, indem ich jetzt hier einfach mal drücke. Da fahren Busse, wo sind die ganzen Busse? Okay, die Busse, ich glaube, ich habe die sogar deaktiviert mittlerweile. Dann stellen wir die mal einfach an. Achso, das ist das Straßenbahndepot. Also Straßenbahn habe ich auch. Die habe ich jetzt zwischenzeitlich sogar schon zugemacht, weil es einfach nichts bringt. Hier unten sieht man, die Leute warten durchschnittlich 58 Minuten. Und irgendwo konnten wir doch auch mal die uns. Ja, die Busse müsste ich eigentlich auch sehen können, aber naja, zeigt er gerade nicht an. Das heißt, das große Problem ist der Verkehr, welcher so gesehen meine komplette Wirtschaft zum Erliegen bringt. Was natürlich so ein bisschen schade ist. Interessanterweise Geldprobleme habe ich nicht durch die beiden Recyclingstationen, die mittlerweile ganz gut laufen und mein Lager befüllen. Jetzt habe ich letztes Mal so einen kleinen Mist gemacht und mir hier was Falsches gebaut, denn ich habe nämlich ein kleines Problem oder noch ein Problem. Diese Lager sind voll, wie man hier sieht, also mit Prozessoren, weil diese Recyclinganlagen gewinnen quasi Rohstoffe, in diesem Falle Plastik und ich komme jetzt nicht drauf. Es wird hier mit Leichtmetall angegeben, na halt für Platinen, Elektroschrott und so weiter und so fort. Ich komme gerade wirklich nicht auf Legierung. Da steht es doch, groß und breit. Damit füttere ich diese Prozessorfabrik und diese Prozessoren werden in ein Lager gepackt, wie man hier sieht, und werden dann oder sollen dann exportiert werden. Für 1000 Prozessoren bekomme ich 100.000 Sim-Credits, um es mal so zu sagen. Das Problem ist, dass er manchmal, warum auch immer, es einfach nicht verkauft. Auf Teufel komm raus, wird es nicht verkauft. Achso, und die Steuern müssen wir auch mal senken, weil ich das Ganze hier so ein bisschen hochgeschraubt habe. Weil ich ja dickes Minus kriege, aber durch den Verkauf der Prozessoren kriege ich das so langsam im Griff. Wobei ich gerade sehe, ich mache minus 20.000 die Stunde und habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das wieder in den Griff kriegen soll. Ich hatte mittlerweile schon 350.000 Einwohner. Überlappung der Straßen ist doch total egal. Mir geht es jetzt erstmal nur um ein Stromkraftwerk. Was auch nicht so lange halten muss, sondern nur solange ich jetzt nichts anderes dort bauen möchte. So, also im Sinne von, ich plane ja meist schon weit im Voraus, aber das ist eine andere Geschichte. Obwohl, da brauchen wir noch nichts bauen. Und eigentlich würde ich ganz gerne die Straße hier noch weiter zimmern, wegen Wasser und Verschmutzung und was weiß ich was. So, denn irgendwo müssen wir uns natürlich auch hier drum kümmern. Und das baue ich jetzt einfach mal auf die andere Seite nebenan. So rum. Das brauche ich ein Klärwerk. Weil klar, unsere Sims machen natürlich auch AA. Und das hauen wir jetzt einfach mal hier unten hin und hoffen, dass unsere Sims jetzt hier langsam mal voranschreiten. Sie sind beschleunigen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit, da sieht man schon, der Strom, da meckern sie, natürlich müssen hier erstmal Leute arbeiten, damit es Strom gibt, und gleich müsste es auch losgehen. Und
dann geht's auch schon los. Dann gehen diese netten Stromblubber hin und der Strom kommt. So, und da ich gleich anfangen möchte, mit hier oben auch Industrie zu bauen, beziehungsweise überlege, wie ich dieses doofe Problem in den Griff bekomme mit diesem furchtbar vielen Verkehr. Tja, wie mache ich das? Die Überlegung ist, noch eine zweite Straße zu bauen, quasi hier direkt daneben, was natürlich total bescheuert aussieht. Wenn es dann überhaupt ginge. Gucken wir mal ganz kurz. Doof. Da, so, direkt eine Straße daneben, wobei ich noch nicht weiß, ob das wirklich die Lösung ist für mein Problem. Kriegst du hier noch näher hin? Nee. So, krieg's hin. So können wir das machen natürlich. Von dort aus jetzt einfach mal eine Verbindung machen mit den beiden nebeneinander. So. Und hier mein zweites Viereck baue. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ist die Frage, ist das das Viereck oder ist das das Viereck? Ich glaube das. Und da zimmern wir jetzt direkt Industrie hin. Und schauen mal, ob das auch so angenommen wird. Und die wollen schon alle Straßenbahn haben. Mache ich. Ich mache alles für euch, aber ihr kriegt erstmal noch nichts. Weil erstmal müssen wir hier aus unserem Minus rauskommen. Das ist ganz wichtig. Viel Geld habe ich nicht mehr. Drum warten wir jetzt erstmal einen kleinen Moment und gucken uns an, wie unsere Sims hier spielen. Noch in der Natur frisch. Und, ja, Moment, bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Und, wir machen mal kurz weiter. Genau, wir haben jetzt Industrie gebaut. Gucken zu, wie diese ein wenig wächst. Und ich hoffe, dass auch gleich das erste Geld ins Plus geht. Ja, das hoffe ich. Und, ich muss sagen, generell für die, wie gesagt, Sims sehr nette Spiele, unterhält auf alle Fälle. Was ein bisschen schade ist, dass diese Online-Funktion wirklich eine sehr, sehr tolle Idee ist, wenn sie denn funktionieren würde, weil das große Problem ist einfach, ich habe es jetzt mit dem Mekaner schon mehrfach online gespielt, sodass quasi jeder dort, seine Stadt hatte. Wir wollten uns gegenseitig Polizei schicken, Feuerwehr schicken. Es funktioniert leider nur irgendwie immer nur zu 10%. Manchmal kommt ein Feuerwehrauto, manchmal kommt keins, manchmal kommt ein Polizeiwagen, manchmal nicht. Und die Wirtschaft, die sich gegenseitig hilft, haut leider zum Teil überhaupt nicht hin. Von daher ist das alles noch sehr, sehr undurchsichtig und auch nicht wirklich, spaßig, das online zu spielen, oder das hat nicht viel Sinn. Natürlich gibt es Möglichkeiten, die Städte zu spezialisieren, sodass man sagt, okay, in diese Stadt brauche ich mehr Industrie, so wo ich in der anderen Stadt schon eine Universität habe, die für mich forscht. Das heißt, hier werde ich keine Universität bauen. Dadurch spare ich mir natürlich ein bisschen Platz. Auf der anderen Seite habe ich hier dafür Ressourcen, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Das könnten wir jetzt eigentlich mal machen. Haben wir Kohle. Da oben haben wir Kohle, da haben wir Kohle, aber es ist nicht wirklich viel. Wobei, doch, Kohle ist das. Gucken wir uns mal das Eisenerz an. Das sieht schon gut aus, direkt unter dem Kraftwerk. Und Öl habe ich doch auch vorhin gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Nö, okay, gibt es kein Öl. Also gibt es eigentlich nur Eisen und Kohle. Na, das ist ja jetzt nicht der Hit. Ein bisschen Eisen werde ich abbauen mit der Kohle, das überlege ich mir noch. Das heißt, ich werde mich hier wahrscheinlich auch erstmal nachher später wieder auf die sogenannte Recycling-Industrie festsetzen. Kann ich sogar schon bauen. Das ist das Einzige, was halt ganz angenehm ist. Man kann in den Städten sogenannte, ich nenne es jetzt mal das Hauptgebäude bauen. Dieses nette Gebäude hier, das Gemeindehaus, das kann man nachher ausbauen. Und an diesem Gemeindehaus kommen Anbauten dran. Und diese Anbauten zählen wirklich für das komplette Gebiet. Dadurch kann ich zum Beispiel schon das Recyclingzentrum bauen, obwohl ich den Anbau noch gar nicht habe. Touristengebäude bauen, die man dann hier sieht, obwohl ich das in dieser Stadt gar nicht gebaut habe. Das heißt, ich nenne es jetzt mal Forschung, Tech-Tree gilt immer für die Region und niemals für eine Stadt alleine. Das heißt, so ein paar Sachen sind ganz angenehm. Und ich freue mich, dass meine insgesamt ja hier vierspurige Straße kann man noch ausbauen. Auf jeden Fall drei Straßen pro Seite so hervorragend angenommen wird. Und hoffe, dass das jetzt auch alles so klappt. Ein bisschen Plus machen wir, das ist schon mal gut. Und ich bin auch schon am überlegen, Mensch, wie machen wir denn jetzt hier weiter? Baue ich hier auch noch wieder so eine Querstraße rein? Lasse ich das bleiben? Ich bin mir ehrlich gesagt noch sehr unsicher. Kann ich mir dann ein weiteres Viereck leisten? Okay.
Okay, es wird, glaube ich, schwierig, weil die Schiene dazwischen so ein bisschen stört. Dann machen wir das doch erstmal einzeln. Ach, das ist ja doof. Ist ja aber egal. Das passt schon. So. Zu große Nähe zur bestehenden Kreuzung. Bla bla bla. Jetzt ist die Frage, was ist das Problem? Diese Straße, da ist das Problem. Okay. Dann reißen wir das mal ganz kurz ab. So, dann dürfte es zumindest da jetzt keine Überschneidung mehr geben, oder? Why you don't do it? Ich liebe es. Warum? Warum? Was ist dein Problem? Diese Kreuzung da? So. War es das jetzt das Problem? Nee, war es nämlich nicht. Was ist dann dein Problem? Okay, okay, okay. Baum ist doch noch ein kleines Stück höher. Vielleicht jetzt der. So. Das ist ja schon mal wieder sehr schön hier. Jetzt geben wir noch das Geld aus. Nehmen wir mal ganz kurz einen Kredit auf. Damit wir das mal hier zu Ende bauen können. Hey, warum denn nicht? Okay, das nervt mich gerade richtig. Nein! Ach Mensch, Madi, was machst du hier? Ja, also ihr seht schon, es gibt auch Situationen, wo ich mir denke, Mann, was soll denn das jetzt? Okay, so würde es funktionieren. Ich kann es nur nicht hinter den Gleisen machen. Warum nicht? Weil es zu nah an den Gleisen ist. Wir probieren es trotzdem. Wobei das eigentlich sinnvoll ist, es hinter den Gleisen zu machen. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das totale Gegenteil. Weil es hinter den Gleisen zu machen ist natürlich sinnvoller, da wir dort dann noch Gebäude bauen können. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Zu große Nähe zur bestehenden Kreuzung. Ja, ich baue es ja von der Kreuzung aus. Ihr Nasen. Kann mir irgendjemand erklären daraus, warum das jetzt nicht geht? Warum das, dieses... Warum ich jetzt hier keine Straße rüberbauen kann? Nee, würde mir wahrscheinlich keiner erklären können. Das ist doch jetzt schon total abgenervt, ist das jetzt schon. Ich habe jetzt schon keine Lust, diese Stadt jetzt weiterzubauen, weil sie jetzt schon total verkorkst ist. Warum kann ich da nicht rüberbauen? Das ist doch totaler Mumpitz. Zu große Nähe zu bestehender Kreuzung. Das ist ein Bahnübergang, Leute. Okay, ihr merkt schon, es gibt auch viel Hasspotenzial bei diesem Spiel. Und ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt richtig sauer. Und deswegen klicke ich das Ding jetzt an hier und suche eine neue Region aus, die etwas flacher ist, wo ich diese ganzen Probleme nicht habe. So, fangen wir also nochmal an. Das mache ich dann weiter, wenn ich irgendwann mal richtig, da muss ich mich dann erstmal richtig reindenken. So ein Mumpitz, ey, jetzt ist das so eine... Ja, hier sieht es auch ein bisschen einfach aus. Hier gibt es auch hoffentlich keine Schienen, gibt es auch nicht. Ich glaube, die Karte kenne ich. Ich glaube, hier war ganz viel Eisen. Gucken wir als erstes uns nochmal die Windrichtung an, damit ich weiß, von welcher Seite ich aus anfange zu bauen. So, hier unten beginnen wir also. So, ich hoffe, es ist jetzt zwar ein bisschen nervig für euch, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Na, eigentlich nicht, ihr müsst ja nicht, aber ihr könnt, wenn ihr wollt. So. Magnet, wo bist du? Magnet? Okay, der Magnet sagt, nö.
Dann bauen wir so. Und dann müsste es Magnet geben, warum auch immer es jetzt klappt. Egal. So, weil mir natürlich ein Wohngebäude nicht wirklich reicht, bauen wir uns noch ein zweites. Das heißt Wohngebäude, also ihr wisst schon, was ich meine. Zup, zup. Und hier oben bauen wir uns natürlich unser Industriegebiet hin. Zup. Und Gewerbe gibt es dann natürlich später. Wobei man sagt immer so, auf ein Industriegebiet kommen ja verschiedene Gewerbegebiete. Und ich überlege gerade, wie ich das mache, weil jetzt habe ich hier eine lange durchgehende Straße und ich will ja immer zwei Kreuzungen nebeneinander machen. Sonst habe ich nachher wieder dasselbe Verkehrsproblem wie eben. Oder aber ich baue am Anfang erstmal gar nicht so viele Wohngebiete und lasse die sich einfach nur entwickeln. Wobei ich ein Gewerbegebiet jetzt hier noch hinzimmern muss, werde, sollte. Das machen wir hier so mitten rein. Bup. 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 Und last but not least den Strom. Was für Ressourcen haben wir denn? Ja, haben wir Kohle hier? Ja, wir haben so richtig gut Kohle hier. Das heißt, wir bauen uns ein Kohlekraftwerk. Was am Anfang allerdings relativ viel Geld kostet. Wir kaufen uns doch wieder erstmal nur dieses nette Ding hier. So. Zu wenig Geld, sagt er mir. Ist ja kein Problem. Wir borgen uns wie eben auch nochmal ganz kurz was. Ansonsten dauert der Anfang nämlich sehr, sehr lange. So, und eine Kläranlage kriegst du auch gleich hier unten. Kannst du auch den Dreck rausschmeißen, das ist mir ganz egal. So. Nur den Wasserturm müssen wir natürlich etwas gewitzter platzieren. Und da haben wir oben ein bisschen Platz. Und jetzt haben wir Strom, Wasser. Und es sollte nichts mehr schief gehen. Und jetzt machen wir das auch mal ein bisschen schneller hier, damit wir zugucken können, wie unsere Einwohner jetzt hier hochploppen. Ploppt. Ploppt, bis ihr nicht mehr könnt. Es dauert natürlich ein bisschen, bis sie alle geploppt sind. Da sieht man die ganzen Umzugswagen. Auch wenn es nicht wirklich perfekt simuliert ist. Das hat mir der Tom Dude, ich vergesse immer seinen Namen, auf jeden Fall auch ein YouTuber, der hat das mal richtig schön getestet. Das heißt, die sind jetzt hier nicht wirklich so simuliert, dass man sieht, okay, der geht von Stadt, von Haus A zu wirklich zum Arbeitsplatz, sondern das ist immer mal wieder anders, mal teleportiert man sich. Und er sagt mir jetzt, ich soll mein Gemeindehaus bauen. Und da ich jetzt aber erstmal gucken müsste, was ich bei dem anderen gebaut habe, baue ich es hier nicht, weil es natürlich Platz wegnimmt. Und das will ich nicht. Ich geguckt, können wir das denn schon bauen? Ja, also weil die Bürgermeisterwelle, die kommt, nur das Gemeindehaus, das lassen wir jetzt weg. Haben wir da noch nichts reingebaut? Doch, haben wir. So, dann mal los hier, Freunde der Sonne. 228 Einwohner haben wir, naja. Und sie sind alle super glücklich, weil sie Strom und fließend Wasser haben. Ach ja, so ein bisschen schön kann es ja schon sein, so eine kleine landschaftliche Idylle mit Doppelstraßen. Da laufen die Kinder alle zum Hotdog-Laden. Was haben wir denn hier Schönes? Die Senfsänfte. Die Senfsänfte, ja. Was könnte das sein? Das ist ein Gasthof, okay. Hier haben wir ein günstiges Geschäft, was noch keine Mitarbeiter hat. Ja, jetzt steht da, es sind genug Arbeiter da. Und es ist Mittelbach-Kredite, okay. Was haben wir hier? Die Rabattbox. Was ist denn die Rabattbox? Ein Kaufhaus. Hier gibt es gebratenen Hagemann-Sprit. Oder gebrauchten Hagemann-Sprit? Ich hoffe nicht, dass... Na gut, scheint eine Tankstelle zu sein. Okay, da gibt es entweder gebratenen oder gebrauchten Treibstoff. Ich weiß es noch nicht. Ja, was haben wir hier Schönes? Petras Perückenladen, ganz wichtig. Natürlich in so einer Kleinstadt mit 500 Leuten sind das ja auch Geschäfte, mit denen man anfangs die Millionen macht, mit Perückengeschäften. Heidis Hundepflege, amerikanisch natürlich etwas angesiedelt, darf nicht fehlen. Was haben wir hier? Tanjas Abaku-Service? Abakusservice, keine Ahnung, hört sich schmuddelig an. Was mit dem Mensch hier? Gibt es ja richtig viel. Natürlich Hütebedarf. Jemand, der halt keine Perücke möchte, der kauft sich hier halt den Hut. Dann haben wir hier Bettys Blumen und Blüten. Hat angeblich geöffnet. Aber wenn du Blumen und Blüten verkaufst, musst du unbedingt noch was an einem Schaufenster machen, so wird das nix. Pleisters Pachinko-Stube. Okay.
Das sieht mir Henrys Windel Henrys Windel Recycling. Also, wenn ihr vollgeschissene Windeln habt, kein Problem. Der macht aus euren alten Windeln alles wieder schön neu, nagelfix. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Hier gibt es den Einspritzer. Zwei Tankstellen direkt gegenüber. Das klingt nach beißender Konkurrenz. Dann haben wir noch das Proletariat AG. Alles klar. Hier gibt es günstiges Essen in Alfie Snack und Knack. Oder Schnack und Knack, Entschuldigung. Oh, noch ein Tankwerk. Mensch, das geht ja hier wirklich. Also Tankstellen scheint hier richtig Geld zu bringen. Zum lahmen Lama. Was soll das sein? Wahrscheinlich was zu essen. Ich weiß nicht, ob ich da was zu essen bestellen will. Und Rüssis Staubsaugerreparaturen. Natürlich, wenn man mit dem Staubsauger mal so eine Perücke wegsaugt, dann muss das natürlich auch alles wieder in Ordnung gebracht werden. Und ja, also von den Gewerbegebieten gefällt es mir schon ganz gut mit den lustigen Namen. Und was mir nicht so gut gefällt, ist natürlich, dass sie alle hier noch in so Trailerparks wohnen. Da müssen wir jetzt einfach abwarten, bis dieses Feld gestiegen ist und wir dort das Ganze oder sich das Ganze automatisch in ein paar Wohngebäude umwandeln. Und er sagt, wir brauchen so richtig auch gerade gar nichts. Oder ein bisschen mehr Gewerbe, sagt er, wäre gut. Und oh, halt Industrie. Industrie. Sollst du bekommen, wir machen Geld, dann können wir auch noch Industrie bauen. Flupp. Flupp. Und da das bestimmt noch nicht reicht, industrieren wir hier noch ein wenig mehr, wobei ich jetzt aufpassen muss, weil irgendwo ja hier die Ressourcen waren. Aber das können wir ja zur Not alles wieder abreißen. Das ist ja das Schöne, ich baue ein Gewerbegebiet und es kostet mich bis auf die Straßen nichts weiter. So. Und ich hoffe, dass das jetzt ganz schnell hier runter geht. Weil dunkel heißt wohl wirklich, dass das aktiv in dieser Stadt gebraucht wird. Und die Stadt verlangt auch aktiv nochmal nach mehr Gewerbe. Na gut, weil heute so ein schöner Tag ist, kriegt ihr auch noch mehr Gewerbe. Und bauen gleich noch ein paar Wohngebiete dazu. Und noch ein Gewerbegebiet. So, das müsste jetzt aber reichen. Gucken wir mal, wir sind näher ran wieder hier. Könnt ihr auch mal die Industriegebiete angucken, was da gebaut wird. Oh, achso, ja, das ist auch ganz nett. Das ist natürlich meine große Stadt nebenan, die quasi hier durch diese kleine Straße miteinander verbunden sind. Und wenn man will, pendeln deren Leute quasi hier zu mir zur Arbeit über die sehr ungenutzte Straße, in Anführungsstrichen. So, was haben wir denn hier? Freie Fabrik, freie Fabrik. Können wir keine Ölquelle bauen? Es gibt hier so viel Öl in der Gegend. Woher weißt du das denn? Taco Füllmittel Incorporation. Ganz wichtig, Industriedonuts, nur die schmecken natürlich richtig gut. Noch eine Füllmittel. Dann gibt es hier noch Schlack-Lebensmittel. Gucken wir uns die Fabrik mal an, ob da dann auch sauberes Essen rauskommt. Naja, so richtig schön sieht das noch nicht aus. Da kommen die Pakete raus. Was stellt ihr denn Leckeres her? Naja, Low-Tech-Werke, das hört sich auch gut an. Dann gibt es hier noch Extrudonut. Sieht auch alles sehr interessant aus. Ja, die sagen, wow, Mensch, Stahl, wir sollten nämlich Roherz abbauen. Was ihr alles wollt. Und da hinten, da fließt die sogenannte Abfluss, die Kacke raus, um es mal auf Deutsch gesagt. So, ich glaube hier oben, das werde ich gar nicht so viel weiter erstmal ausbauen und sich erst einmal entwickeln lassen. Wobei er sagt immer noch, Industrie, wir brauchen mehr Industrie. Industrie, gut, sollst du auch noch haben. Industrie schadet nie. Haha, welch lustiger Spruch. Und warten mal ab, wie sich das jetzt hier entwickelt. Kann man reingucken? Sieht auch ganz nett. Ah ne, die spiegelt sich aber ein bisschen. Oder kann man doch so ein bisschen reingucken. Ja, nett gemacht. Da hört man die Flaschen klappern. Ja, dann geh auch mal weg, du. Gelbes Ding. Das sieht aber schon nett aus. So wie hinten über der kleinen Stadt und da ist ja so meine riesen Dingenstadt. Da hinten sieht man auch das Atomkraftwerk. Also, man kann auch sehen, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, hier hingehen. Da gehen wir mal ganz kurz auf Verlassen. Wie verlasse ich das denn? Ah. Können wir da schon was bauen? Tatsache. Ich könnte einen internationalen Flughafen bauen. Wir bauen eine. Also es gibt, jede Region hat quasi so bestimmte Gebiete, Spezialgebaute wie dieses hier. Und da kann man dann so Nettigkeiten bauen. Jetzt gucke ich gerade, was mir das bringen würde für den Bau des Flughafens. Brauchen sie Ressourcen, das ist klar. Wenn der Flug einmal öffnet, ist ein Flugzeug Touristen in die Region. Gleichzeitig werden über Frachtflüsse Lieferungen verschickt. Ja, Vorteile, Touristen nimmt Lieferungen entgegen. Und
was sonst? Nix. Was macht diese schöne Vorteile? Bringt Arbeiter, Kunden, Schüler und Studenten. Na, das hört sich doch schon tausendmal besser an. Eine Arkologie, wobei ich gestehen muss, ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt, ob das hier irgendwie in das Regionsbild reinpasst. Da finde ich das schon etwas interessanter, nämlich ein Raumfahrtzentrum oder aber eine Solaranlage. Was bringt die denn? Strom. Und wie viel Strom steht natürlich nicht da. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich natürlich gern gewusst. Aber dann hört sich das gut an. Wir bauen dann einfach ein Raumfahrtzentrum. Das, ja, kriegen wir hin. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte mir nochmal ganz kurz dieses doofe Städtchen wegmachen. Das, was ich so von grandios in den Sand gesetzt habe. Aber ich glaube, das ging gar nicht so. Wo hatten wir? Da haben wir angefangen zu bauen. Im Ulmenhain. Im Ulmenhain, im Ulmenhain, da möchte ich gar zu Heime sein. So. Da sucht er schön rein. Arkologie freigeschaltet, bla bla bla. Machen wir nicht. Wir sparen auf dem Flughafen. Wobei wir uns den natürlich, den Raumfahrthafen, nicht den Flughafen. Touristen. Ich will doch keine Touristen haben. Hallo. Dann machen wir wieder ein bisschen schneller hier. Das ist unser Industriegebiet. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Und mach mal kurz das Mikro stumm. Ist er wieder da mit wirrem Haar. Was auch interessant ist, die Stadt entwickelt sich, wenn ich nicht aktiv in ihr drinne bin, nicht weiter. Leider Gottes, das heißt, ich habe jetzt hier schon große Polizei- und Feuerwehrreviere. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, das stimmt. Nämlich, diese Städte können miteinander quasi handeln. Ich kann sagen, okay, Arbeiter gehen von meinem Örtchen aus nach dort. Genauso wie Ladebesucher habe ich noch keine. Ich werde von dieser einen kleinen Stadt mit Waren beliefert. Okay, ist ein bisschen sinnfrei, aber gut. Bildung ist auch nicht relevant. So, ich kann sagen, ich kaufe von hier oben Strom oder Wasser oder aber ich kaufe quasi mir die Abfalllagerung bei euch ein. Genauso sieht es hier aus, dass ich Recyclingwagen anfordern kann, Polizeiwagen, Feuerwehr und. Und auch hier kann ich einzelne Waren verschicken, wie zum Beispiel Geld. Hier diese einzelnen netten Kisten von Waren, Computerprozesse, Treibstoff und. Weil auch das kann man alles herstellen. Und das ist auch eins der, wie ich finde, schönen Stärken von SimCity, weil das es nicht mehr einfach nur Industriegebiete gibt, sondern so ein bisschen wie der ein oder andere kennt es noch, den Verkehrsgigant. Und gab es nicht sogar den Industriegigant? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Da konnte man so Autohäuser bauen und auch überlegen, mit was man handelt. Also dass man hier wirklich ein richtiges Handels- und Wirtschaftssystem eingebaut hat und sich halt nicht immer nur um ein und dasselbe kümmert, nämlich um zufriedene Sims. Was möchtest du denn? Arbeit, Obermeister. Wenn Sie einen Wunsch haben können, bauen Sie ein kleines Haus für Sie. Was halten Sie davon? Ja, gerne. Da muss ich ja nur noch warten, bis meine Einwohnerzahl auf 40.000 Sims gekraxelt ist, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. So. So. Ja, das war es erstmal, so der kleine Einblick. Ich könnte euch jetzt hier stundenlang zugucken lassen, wie ich warte, dass diese Stadt steigt. Das mache ich jetzt aber nicht. Deswegen sage ich einfach, ich mache hier eine kleine Pause, spiele offline ein bisschen weiter und bis es die nächsten interessanten Entwicklungen hier gibt, da geht es dann weiter und sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis dahin, der Amy.